Doktor, ich bin jetzt Aktivist und Aktivist ist, wer aktiv ist. Ich bin ziemlich sauer, damit mich noch mehr Leute hören. Weil ich glaube, die meisten Leute, die heute hier sind, haben etwas überhaupt nicht verstanden. Es geht darum, Kontrolle auszuüben. Okay? Sag mal, geht das noch? Unglaublich, was passiert, wenn man den Fernseher anmacht. Hört man so eine Scheiße. Erstmal kamen Leute an und haben Gehörschutz gefunden. Also jeder, der einen Gehörschutz nachher haben will, für Kiddies oder so bei der Musik, gibt's hier Gehörschutz. Und was wir brauchen, ist zivilen Ungehorsam. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das müsst ihr mal verstehen. Das ist Gehirnwäsche. Was wir brauchen, ist aktiven Widerstand. Umso erschreckender finde ich es, dass wir immer noch von einigen so beschossen werden. Ja, komm zu mir, mein Freund. Komm zu mir. Dieses Verhalten macht mir Angst. Unglaublich. Merkt ihr eigentlich, was ihr da gerade tut? Wie definiert man sowas? Ich will mal radikal formulieren. Wer mich umlegt, sorgt dafür, dass ich vor ihm im Paradies bin. Willst du das wirklich? Du behauptest von dir, dass Strafe dein Werkzeug sei. Wenn dem so sein sollte, dann solltest du wissen, was ich selbst seit einigen Wochen erst mühsam lerne. Nämlich, dass dieses Werkzeug einen sehr präzisen Umgang erfordert. Einen verantwortungsvollen Umgang, den du in deinem Bemühen um eine, wie hast du das gleich genannt, Mischung aus Provokation und Aufklärung, nicht einmal ansatzweise an den Tag legst. Und ihr seid viel zu friedlich, soll ihr euch das bieten lassen. Das Werkzeug Sprache als Waffe gegen alle jene, deren Meinung von deiner eigenen abweichen. Und zwar auf eine Weise, die demnächst sogar ein Gericht beschäftigen wird. Der die Nahrungsmittel kontrolliert die Population auf der Welt. Darum geht es. Und ganz ehrlich, es kommt mir auf fatale Weise bekannt vor. Denn davon habe ich in der Geschichte schon mal gelesen. Du auch? Ist das Demokratie, dass wir es durch die Hintertür erfahren über YouTube? Ganz ehrlich, du hast dich durch dein eigenes unreflektiertes Verhalten den Menschen auf den Mahnwachen gegenüber selbst als ernstzunehmende Diskussionspartnerin disqualifiziert. Agent Orange! Nur die armen Menschen, die du für deine Zwecke so billig missbrauchst und ausnutzt, tun mir wirklich leid. Versteh das doch endlich mal! Es geht nur um Macht und das Erhalten von Macht, den Aufbau von Macht und Reichtum. Er lügt immer! Ich hab so die Schnauze voll! Du kriegst das nicht mehr raus! Geht's noch? Und deswegen müsst ihr viel aggressiver werden! Ich bekomme Angst vor euch! Versteht ihr das nicht? Mit mir ist das auch und du bist mir doch immer noch da! Fuck you! Bist du behindert? Ein Kind vom Präsident! Aber echt, mein Schweinfeind! Da echt! Bombardiert sie! Ich will das Geld! Du bezahlst dafür! Millionen genug habt ihr doch, um auf die nächste Million verzichten zu können! Ob da eine Taktik dahinter liegt? Das ist bestimmt eine Verschwörungstheorie! Schämt ihr euch nicht? Genau wie es eine Verschwörungstheorie ist, dass wenn ich hier einen Apfel runter hochwerfe, der fällt runter. Auch das kennen wir aus der Geschichte. Hat denn hier keiner was gelernt? Die müsst ihr posten. Du musst präsent sein. Und wenn jemand attackiert wird, dann müssen gleich fünf hinter dem auftauchen, damit uns bekommst du es auch zu tun. Hat der etwa recht? Ich meine, seit Wochen schreit er mehr meinen Namen als alles andere. Aber was ist los mit euch? In wessen Auftrag trifft ihr eigentlich Entscheidung? Das ist keine nette Aufforderung. Mal sehen, was passiert. Ich glaube, ich habe Angst vor der Antwort. Das ist keine Verschwörungstheorie. Er trinkt Wein auf der Mahnwache. Ich kenn's vom Präsidenten. Vielen Dank.